Hallo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft Dragons. Und zwar, ich glaube, inzwischen Folge 23. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Es kommt auch noch einmal pro Woche Dragons, denn ich habe aktuell wirklich mies gar keine Zeit. Mein Privatleben ist halt so voll gestackt. Also, ja, einfach heavy. Aber die Nachzügler sind da. Ich habe jetzt nicht an dem Tag aufgenommen, weil ich auch nicht an dem Tag mehr so krass was gemacht habe. Und ja, ihr seht schon, ja, das habe ich gemacht. Nemo stinkt. Nemo hat bei mir jetzt schon aktiv was gemacht. Bei Mino weiß ich nicht, also er war schon ein bisschen, hat ein bisschen was gespielt, aber ich habe jetzt nicht live gesehen. Und Jansky und Brian sind immer noch fern von uns. Ihr seht, mein Impf ist voller Dragon Skulls, denn es gibt jetzt, wir sind nicht auslösen, ich will nicht, für Skulls kriegen wir jetzt Points. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und Fifi hat auch schon, soweit ich jetzt gesehen habe, 25 Chunks. Ich weiß nicht, ob es 25 Chunks waren oder auch nur 16, aber er hat auf jeden Fall viele, viele Chunks. Und ich würde mir aber die Points erstmal aufheben, da wir uns ja schon geplant haben, die neue Burg weiter hinten zu verlegen. Deswegen würde ich auch 6 Reclaim-Dinger holen. Da ist die Frage, wie viel kann ich mir davon holen? Ja, perfekt. Ich kann 6 Chunks schon mal reclaimen. Good to know. Würde ich auf jeden Fall demnächst angehen. Und ich muss mal ein bisschen sortieren eben. So, dann kommen hier die ganzen Points hin. So, ja, ich habe die Bücher von Fifi immer noch in meinem Ding. Aber naja. Wir könnten gerne mal rübergehen zu Nemo's Base. Der hat, ja, wir haben ein bisschen was verkackt. Ich überlege, ob ich den nochmal komplett neu mache irgendwann. Auch mal gucken. Und ich werde demnächst auch den Lost Shop abbauen. Ich habe es auch nicht hinbekommen, was beim Start noch nicht so war, dass die Nachzügler auch endlich ihre Farben haben. Ich glaube, müsste hier irgendwo wohnen im Wald. Weißt du, sein Birch Forest wohnt? Ja, er wohnt hier irgendwo. In der Nähe. Fifi konnte jetzt noch nicht looten vor kurzem, weil noch nicht eingestellt war. Oh, oh, Pico Ray. Oh, Diamonds, 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 Diamonds. Was schmilzt er denn hier? Stein. Ja, stimmt, er wollte mit seiner Burg anfangen. Das hier triggert mich. Weg damit. Kann man das aus dem Pilz machen? Nö. Was haben wir mit Deko, Mensch? Okay. Nicht mehr mit. Vielleicht kann ich die mal als Deko gebrauchen. Ich habe mir auch vorgestellt, dass wir heute eventuell machen, dass wir ein Haustier klauen. Ich weiß gerade nicht, ob irgendwer ein Haustier hat. Könnte sein, dass Fifi wieder eins hat. Wenn ja, dann holen wir uns das. Und dann machen wir uns auch den passenden Zauber zu Feuer. Ui. Ja. Glaube ich mal einen Bandit klauen, brauche ich jetzt nicht. Ui, 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 ui. Die kann ich mir klauen. Die. Points mache ich jetzt nicht, weil es sind sehr lustig. Könnte ich aber theoretisch, ist erlaubt. Spectral. Okay. Interesting. Interesting. Da haben die irgendwas geupdatet, dass die jetzt die Pfeile wie weggegangen sind. So, ich nehme mit. Aus Prinzip. Und Obsidian TNT kann man auch mitnehmen. Gut. Dann haben wir jetzt das erste Mal erfolgreich bei ihm geklaut. Er hat auch hier so eine Koppel-Gen. Die kann man nicht abbauen. Nee. Das ist sein Gebiet ist. Aber ich glaube, hier kann man eine coole Falle auch mal demnächst aufbauen. Bin mal gespannt, was sich hier entwickelt. So, wir sind bei der Base angekommen. Sind wir auch genau passend jetzt hier. Ich würde was wegbringen. Dann sind wir passend wieder hier. Die Enderperlen, ganz wichtig, packe ich mir in mein Backpack. Einfach damit mir die erstens nicht geklaut werden können. Und zweitens, damit ich mich eventuell, wenn ich mal wieder bei Fifi im Knast bin, frei pearlen kann. Wenn wir das hinkriegen. TNT. Nenn ich mal TNT. Guck mal, TNT wurde geklaut. Danke dafür. Wir haben auch sehr viel Obsidian inzwischen, das ist gut. Wir haben jetzt auch wieder Diamonds. Wunderbar. Questbook packe ich mir auch mal wieder hier rein. Ich muss das mal ein bisschen mehr sortieren. Ich muss generell mal Sorting reinbringen. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir noch eine Runde essen. Wenn noch irgendwas Spannendes, ich könnte mal noch ein bisschen Fleisch mit in mein Backpack packen. Und Leute, wenn ihr in der Zuschauerhalle in Minecraft Dragons verewigt werden wollt, schreibt gerne unser Minecraft-Namen in die Kommentare. Wenn ihr einen Java-Account habt, schreibt den bitte rein, dann kann ich euren Skin hier einfügen. Wenn nicht, dann schreibe ich euren Bedrock-Namen hier auf Chill. Wir haben bereits schon drei, bzw. zwei, die sich verewigen wollten. Ihn habe ich verewigt, weil er mir beim Bauen geholfen hat. Ich habe noch keine weiteren Story-Infos, soweit ich weiß. Oh, warum habe ich jetzt Post? Von wem ist das hier, Fifi? Seeds. Okay. Von wem ist das, Fifi? More Seeds. Ah, 7. Kasten. Warum hat Fifi mir einen
Briefkasten gegeben. Okay. Und der hier. Noch mehr Seeds. Okay. Seeds bekommen. Warum habe ich einen Postkasten bekommen, ist auch eine Frage. So, dann würde ich erstmal rübergehen. Und sind ja auch Tier 2 geworden in der letzten Folge. Sprich, wir können jetzt auch Projectile-Zauber machen. Mit Crystallize. Dann möchte ich gerne die Range erhöht haben. Und Speed auch. Uiuiui. Kann ich einfach nur Touch machen? Kann ich safe Touch? Brauche ich weniger. Super, dann machen wir erstmal so einen ganz unkomplexen Zauber. Ich würde ungern jetzt noch ein bisschen krass farmen gehen. Dauert auch trotzdem ein bisschen. So, hier ist unser Zauber. Dann machen. Ey, gib her. Dann machen wir uns jetzt erstmal alles, beziehungsweise holen uns alles aus den Kisten. Bam, bam, bam. Dann für die Infused Silk brauchen wir noch einen Pattern. Das ist aber ein Quadrat. Oder schön. Sprich, bam, 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 bam. So, und wir haben die Infused Silk. Sprich, wir können mit dem Wizard Shark unser Zauberpattern auf den Boden packen. Ich muss aufpassen, dass wir nicht wieder diesen Fehler machen und eins vergessen, was ja beim letzten Zauber passiert ist. So, bam, 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 bam. Und in die Mitte, ich brauche natürlich noch ein Purified Vinchioblast, um das Ritual zu aktivieren. Ich guck mal, wir haben noch zwei. Perfekt, dann habe ich mir eins. Und tschüss, Wasser. Wir vermissen dich irgendwann schon und packen einfach alles hier hin. Ins Loslegen und nehmen Abfahrt. So, noch einen Kreis gemacht. Und wir haben unseren nächsten Zauber, Crystallize. Sprich, der Mobfänger ist das. Der nimmt die Seele der Mobs, sprich, ich pack das wieder rein, ich pack das wieder rein, beziehungsweise ich pack das mal dahinter. Dinge haben wir natürlich auch noch. Und wir gehen mal rüber zu Fifi und gucken mal, was er dort hat. Übrigens hat der Fifi auf seinen Weg gebaut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, weil gezeigt hatte. Der Weg ist so richtig hässlich. Inzwischen hat er Laternen schon hinzugefügt. Okay, hier finde ich den Weg richtig schön ab der Stelle. Ab den Lilypads. Und er hat angefangen, seine Burg wirklich mal richtig eine Burg zu machen, seinen Turm. Wurde auch langsam mal Zeit. Ich weiß gar nicht, hat er hier alles geclaimt? Ja, leider schon. Das ist. Alter, ja, Leute, wenn ich davon geredet habe, wirklich. Nee, ich habe keinen Bock mehr. So. Mann, Leute, das passiert mir jedes Mal. Ja. Sorry. Ja, ich mache euch mal laut. Also. Ja, Leute, das passiert, wenn man zu Fifi geht. Mann. Ich würde keine Napper wasten. Kann ich mich da hoch boosten? Jep, kann ich. Hat er hier schon Durchgang? Nee, natürlich nicht. Natürlich. Weiß, wie hoch bin ich schnell geflogen. Hat Fifi jetzt inzwischen ein Haustier? Scheint nicht so, oder? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Also ich sehe jetzt keinen gravierenden Teil, dass Fifi hier ein Haustier hat. Also kein Haustier. Das ist schade. Aber ich glaube jetzt ein paar Dias von ihm. So. Meine Dias. Der Zoll-Apple. Tue ich mir auch rein. Also jetzt noch. Die machen Inverse. Kurz. Okay, crazy. Das ist crazy. Aber sonst, ich glaube, so ein bisschen Gold kann man nehmen noch. Aber sonst passt das. Ich. Ja, ich komme hier nicht raus. Und ich würde mal sagen, wir machen hier wieder ein schönes Secret für ihn, damit er seine Schwerter wieder bekommt. Ich werde einfach die nächste Zeit immer nicht mehr mit Fifi online sein. Wie viel online geht einfach weg. Und ich bin jetzt fies. Warum kann man die aufheben? Ha. Ich schmeiß die weg. So, weil die ist verboten. Hab ich vergessen, das zu aktivieren, dass man die nicht mehr aufheben kann. Aber naja. Und ich klaue jetzt seinen Bauernhof. So. Er hat es nicht anders gewollt. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat, aber naja. Gut. So, ich habe jetzt mein ganzes Info voll mit seinem Bauernhof. So, ist hier noch was? Irgendwer? Nö. So, hat er geclaimt? Ja, hat er leider, sonst hätte ich ein Schild aufgestellt. Da kann man hier ein Schild aufstellen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Normalfall nicht, also. Ich kann nicht auch sowas einstellen, dass man hier ein Schild platzieren kann. Wo ist Holz? Hier sind Schilder. Kann man ein Schilder platzieren? Nee. Muss ich jetzt mal gucken, ob man das einstellen kann, weil das wäre schon witzig, wenn man halt Schilder platzieren kann. Und ich glaube, es wäre auch geil. Naja. Das hat er auch gesehen, das war von der Story. Da war was von der Story von ihm. Ja, wie viel läuft bei dir, oder? Ich weiß gar nicht, wie man es hinkriegt. Naja. Ich muss bitte mal gucken. So. Ich benutze jetzt kurz einfach aus das Verfahren. So. Ich muss ja eigentlich den Lava werfen. Bestenfalls. Eigentlich müsste ich den Lava werfen. Damit die schön weg ist. Ich weiß gar nicht mal, wieso nicht mein Impf despawnt. Ja, muss ich mal die Config angucken. Bestenfalls ist es so.
Der dürfte die halt so oder so nicht haben, weil er die geopfert hat. Der hat sich die einfach über die zurückgegeben. Also jetzt von dem Team nicht so okay war. Weil es halt eine Opfergabe ist und eine Opfergabe heißt halt weg damit. Weil naja, da unten ist Lava. So, tschüss. Und wir können raus aus der Höhle gehen. Und dann schön Flinger, der echt OP ist, was nach oben geht. Ja, was nach oben gehen angeht. Aber ich nehme die Folge gerade an einem Donnerstag auf, an dem Feiertag. Ich Freitag keine Zeit habe und Samstag auch keine Zeit habe, nicht mal mehr zu Hause bin. Also, man merkt, Real Life geht mies ab. Ich weiß gar nicht, ob man den Chunkmaster auch mitnimmt. Okay, Leute, wir haben den Chunkmaster. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr, wirklich? So. Wenn wir Chance braucht, die steht jetzt da. Also ich muss auch mal auch meine Audio-Sounds bei Blocks hochstellen. So. Wir haben jetzt seinen ganzen Bauernhof. Den sperren wir jetzt bei uns irgendwo ein. Ja, komm, machen wir mal kurz mit Zäunen. Und ja. Ich muss mal gucken, wie viel darauf reagiert. Das ist doch voll. So, ah, hier ist mein TNT. Stimmt, ich habe mein TNT nicht. Es wurde nicht geklaut. Das ist ja mein Rucksack gepackt, damit man es nicht klauen kann. Das war's, ja. So, Sticks müssen auch ein paar haben. Jo, ein paar mehr. Wie machen wir jetzt nochmal? Ja. Fences. Drei Sticks sollte, glaube ich, erstmal reichen. Packen wir rein. Noch die Sticks mit dazu. Dann haben wir hier noch Nether Boards. Die mache ich ein bisschen so auf Chili Billy. So, damit es nicht ganz so auffällig ist. So, von zweimal Diamonds geklaut. Zwei Personen. Und dann würde ich sagen, wir machen da drüben erstmal unsere Farm auf. Für eventuell nochmal ein paar. Ich vermehre die wahrscheinlich nochmal. Muss ich gucken. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten mache, damit die auch nicht abhauen. Denn ich würde gerne den Hügel als Weide nutzen. Das wäre auch cool. So. Oh, sollte theoretisch so passen. Hier mal ein bisschen abändern. Erhöhen. So, so. Jetzt wird schon wieder dunkel. Das ist sehr ungünstig. Aber wir haben Schlafsack von daher easy peasy. So, wieder Schlafsack zurück. Dann machen wir hier uns eine wunderbare Weide. Aber jetzt mal gucken, dass es ein bisschen in der Luft schwebt. Was jetzt nicht so verpflichtend ist, dass wir alles so machen. Also hier ein bisschen Dirt abbauen, damit die nicht unbedingt rüberspringen. Ich wollte nicht, dass sie unbedingt in den Tod springen. Also können sie machen, so ist nicht. Aber sind jetzt nicht meine Tiere. Jedoch denke ich mal demnächst eine Menge Tiere fangen gehen. Also in Form von, dass man mit ein paar Diamonds untergeht und halt mit den Crystallize-Zauber die einfängt. So, dann würde ich erstmal sagen, hier ist so unser Main-Stall. Da hinten übrigens werden wir unsere neue Burg bauen, aber da muss ich auch nochmal gucken. Ich denke mal, ich werde irgendwann an einem Tag, wenn ich Zeit habe, eine Time-Lapse-Folge machen, dass ich den kompletten Berg terraforme. Das kann eine Ewigkeit dauern. Ich werde wahrscheinlich irgendwie nochmal gutes Equipment vorher machen. Aber das wird schon. So. Es ist halt schade, dass meine Sachen nicht. Also, klar, in den Server. Ich bräuchte jetzt FI5 am besten auf beidem, um das wirklich gut abzubauen. Ich würde gerne alles One-Click abbauen können. So, dann kann ich hier nochmal das verbessern. Und wir brauchen hier nicht unnötig so viele Zäume hinmachen. So. Machen wir es auch hier nicht. So, dann machen wir hier nochmal. So, den hier. Den. Kommt das so, so und so. Dann brauchen wir es ebenfalls hier auch nicht mehr. Haben wir die noch ab? Den. So, dann haben wir hier es auch passend. Dann machen wir hier nochmal so. Können den ebenfalls abbauen und ballern hier noch durch. So. Dann die Decke noch ein bisschen. Mit drei Blöcke drin, sodass ich mich nicht so eingeengt fühlen muss. So. Nehmen wir das auch mal mit. Blöcke schaden nie. Wo ich davon schon reichlich genügend habe. Aber man kann ja nie genug kriegen. Ich werde das mal hier zumachen. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Tiere frei. So, 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 so. Und so. Jetzt haben wir unsere Diamonds wieder. Das heißt, Fifi's Diamonds. Und haben hier eine schöne Farm. Jetzt muss ich bloß selber gucken, wie ich hier rauskomme. Mit dem Flinger komme ich raus. Perfekt. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Base. Ja, gar nicht. Wir haben heute echt viel Progress gemacht. Ich muss die Schwerter definitiv noch verstecken. Ich packe die mir erstmal in den Backpack.
Ich würde sagen, wir packen unsere ganzen Bücher wieder rein. So. Und so. Dann packen wir die Dias noch weg. Haben wir so 60 Dias. Wunderbar. So. Geht mal hier rein. Okay. Das wollte ich also nicht. So, so, so. Sup. Sup. Ich will das gerne reinpacken. So, so. Und dann, dass man halt ein bisschen generell verteilt. Ich habe jetzt nicht nach Sortierung gemacht, weil ich jetzt nicht die Lust habe, das richtig zu sortieren. Wir eh nochmal umziehen werden. Aber es sieht auch schon mal gut gefüllt aus. Ich muss mal gucken, was kriegen wir hier auf Level 30? LP4. Perfekt. Gleich rein. Ich weiß nicht, haben wir noch was, was wir theoretisch probieren können zu enchanten? Ein Schwert. Ein Schwert. Sharpness 4. Ich würde sagen, wir gehen eben drüber zu Fifis Bob Farm. Und farmen da mal kurz hoch. Die drei Level. Vielleicht kriegen wir das ja recht schnell hin. Denn würde ich sagen, probieren wir uns noch Sharpness 4 auf unser Schwert. Und sind schon mal für den nächsten Kampf gut gewappnet. So, Leute, angekommen bei Fifi. Jetzt müssen wir natürlich wieder von oben rein, weil der Alarm, der lauter hier läuft. Ah, das ist Fifis. Oh, okay. Wie viel gibt man Diamond? Das wird auffallen, wenn ich den jetzt nehme. Ja, gut, das wird so oder so auffallen, dass ich Diamonds genommen habe. Aber das, ja, wird doch nicht auffallen. So, komm mal her. Komm mal her. Gut. So, ein bisschen eins tiefer. Hier ist eine Mob-Farm. Fast Level 30. Und wir haben Level 30 erreicht. Ich würde auch mal sagen, weil es ja nicht so geschützt. Alter. Wir müssen ein bisschen bedienen. Die Herzen nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann man zum Tanken nutzen. Ja, ich bediene mich mal. Fifi, ne? Die kommen hier mit. Ne, die kommen hier mit hin. So. Ich bediene mich dann mal. Ja, vielleicht nicht allzu viel. So reicht auch. Ich werde jetzt nicht alles klauen. Er hat ja die Option, sich immer wieder was zu holen. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm. So, dann haben wir Robin. Fifis Haustier. Geil, dann haben wir die Quest auch erledigt. Cool. Da hole ich mein Questbook raus. Denn wir entführen jetzt Robin mit zu uns und haben. Ich wusste gar nicht, dass Fifi ein Haustier hat. Also, ich wusste es, aber ich habe es nicht drauf geachtet. Nicht drauf geachtet. Ah, das würde ich auch nicht jucken. So, Robin, guck mal. Kriegst du das neues Zuhause? Wo ist jetzt hier? Fifi ist ein böses, böses Herrchen. Ja, es gibt keine Regel, dass man ihn nicht einsperren darf. Sprich, so, muss er mit einer Perle nicht durchbacken. Und wir können die Quest Entführe das Haustier von jemandem abschließen. Haben weitere zwei Punkte, wie soll ich das jetzt angepinnt? Perfekt. Sprich, unsere Punktsammlung wird immer größer. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Arrows ich jetzt in meinen Creeper packen kann. Okay, voll. 512. Ist aber schon mal eine gute Menge. Den Rest lasse ich einfach hier drin oder so. Wo sollte ich nicht, weil ich gerne mal warme Sachen reinpacke. Sprich, wo ich am besten Pfeile hinpacken könnte. Wo liegen aktuell Pfeile bei mir? Nirgends. Ich könnte theoretisch das hier reinpacken und die Bücher woanders verstauen. Okay, mal mich hier rein. So, und dann haben wir hier unsere Pfeilkiste. Previous Pfeilkiste. Ja, so, ja. Wenn ihr euch verlieren wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr auch mehr Dragons, vielleicht auch öfters die Woche wieder sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Übrigens, Fifi ist hier schon drauf reingefallen auf die Falle. Fand ich schon recht witzig. Weiß gar nicht, ob die scharf geschalten ist. Aber ganz wichtig, wir müssen das hier unten leer räumen, damit Fifi nicht rauskommt. Fifi ist zwar eh nicht rausgekommen, weil er lost ist. Also er ist nicht lost, aber er ist lost vom Gameplay-technischen her. Scheinbar. Das ist dumm. Ja. Ich will, glaube ich, mit Moos oder so arbeiten. Außen. Denn passt das auch. Für hier habe ich auf dem Boden. Das habe ich dafür Blöcke. Das sind die hier. Kann ich das hier zubauen? Ich könnte das theoretisch gesehen hiermit verbauen. Ist die Frage, wo es am schlausten ist. Hä? Kann man das? Kann ich das hiermit verbauen? Nee. Ich könnte es am Spawn verbauen. Das wäre mies. Das wäre richtig mies. Gibt aber keine Regel dafür. Das ist das Coole. Deswegen gehe ich mal zum Spawn. Und könnte man das dann am besten bauen? Am besten beim Chunk Master. Dass man das hier hin baut. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Aber wo kann man es am besten tarnen, ist halt die Frage. Aua. Okay, oder man macht es hier wie bei Fifi. Dass man nicht so richtig random eingefangen. Eingefangen werden kann. Ui. Machen wir so als Ablenkung. Hier, so hin. Könnte schon funny werden. Wenn Fifi wieder reinläuft, vor allem, das wäre richtig geil. Also unwahrscheinlich, aber ja. Keine Ahnung. Dann würde ich aber auch sagen, was ist mit der Folge? Wir haben vieles, vieles geschafft. Wir haben eine Quest erledigt. Wir haben einen neuen Zauber gemacht. Wir haben den ganzen
ganzen Stall von Fifi leer geräumt. Wir haben eine neue Tier-Area bei uns gemacht. Und wir haben sehr, sehr viele Punkte erreicht und Fifi krass beklaut. Würde ich sagen, das war's mit der Folge von Minecraft Dragons. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Schreibt doch gerne mal einen Kommentar, was ich als nächstes machen soll. Würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!